Freunde, es ist endlich soweit. Nach über 2 Jahren haben wir endlich ein neues Friday Night Funkin Update bekommen. Ich bin so gehypt, seit es gestern announced wurde. Also, was heißt announced? Gestern haben sie halt das Album schon released mit den ganzen neuen Soundtracks. Und dann war es klar, es ist nicht mal lange, bis es rauskam. Und hier sind wir! Junge, Junge, Junge. Version 03 Prototype. Wir werden uns heute die komplette neue Weekend anschauen. Ja, für die, die es interessiert, es gibt jetzt Merch. Der sieht ungefähr so aus. Gibt's hier Boyfriend-Figuren und Poster, Sticker, T-Shirts, alles neu. Ziemlich nice. Und ich würde sagen, ohne weiteres Gelaber, gucken wir erst beim Freeplay. Denn schaut euch mal an, wie Freeplay aussieht. Sieht das nicht sick aus? Alles hier neu gesprited, überall pixelig. Oh mein Gott, der Random Song. Das klingt so verdammt gut. Ja, Erects und Nightmare Remixes gibt's jetzt auch. Dazu dann aber später. Jetzt erstmal gucken wir in den Story Mode rein. Es wurden ein paar Sachen geändert. Zum Beispiel Tutorial wurde geändert. Teaching Time heißt das. Und hier gibt es neue Vocals, was auch immer. Aber dafür sind wir gar nicht hier. Wir sind heute hier für nicht Week 8, sondern für Weekend 1. Ja, diesmal spielt man nicht als Boyfriend, diesmal spielt als Pico Dudettes. Ja. Dieser Weekend, glaube ich, erklärt, warum überhaupt hier Pico auftaucht in Week 3 und warum wir überhaupt gegen ihn rappen. Ich bin richtig gehypt. Die Tracks sind Darnell, Lit Up und Too Hot. Wir sehen schon, wir kämpfen gegen Darnell. Ja, für die, die alle Pico School gespielt haben oder es zumindest kennen, die wissen ja die Characters. Das sind Klassiker. So. Zur Spielüberfahrt. Und ich spiele hier blind, außer halt die Songs. Die Songs habe ich mir schon angehört. Aber ansonsten kenne ich gar nichts. Let's go! Der Mittelfinger. Geil. So ready dafür. Unten der Ladebalken ist ein bisschen stuck. Ah, jetzt geht's, okay. LOL! Okay. Oh, damn. Das ist ja Nene! Oh mein Gott, sie darf mich nicht sehen. Denn eigentlich wurden wir von Danny Demons beauftragt, Wölfe zu killen, aber wir haben es halt nicht gemacht. Die beiden sind jetzt sauer. Oh, und wir haben Tankman umgebracht. Wusste ich auch nicht. Ja. Ah, nein, nicht seine Balls! Den Trailer kennt man schon, also diesen Teil des Trailers. Boah, ist das cool. Boah. Level Warning. Oh. Ich finde das lustig, wie sie einfach mit der Gun rumschießen. Mitten am Tag. Merkt niemand. Boah. Voll auf die Fresse. Tja, Endstation. Yo, really think so? Und hier geht's los. Jetzt wird gerappt. Oh, das Pico-Skulit. Wow! Werden die einfach abgeworfen? Alter. Ich finde das voll krass, wie tief Darnells Stimme ist einfach. Also Leute, wenn ihr so eine Stimme haben wollt, ich glaube 20 Packungen Zigaretten am Tag rauchen, dann passt das. Die neuen Voicelines von Pico hier. Das klingt so gut. Und guckt euch mal den Roboter an der Maschine. Der guckt einen immer an, wenn man singt und wenn man nicht singt. Guckt immer an, wer singt gerade. So cool. Auch mit dem New Guns Logo unten an den Dosen. Und ich finde das voll krass, wie der Regeneffekt hier aussieht. Das ist richtig gut gemacht worden.
Oh, eine Sache, die ich schon gesehen habe. Die wurde mir mitgeteilt. Oh, Moment. Jetzt kommt der Teil. Boah, wie Pico hier durchdreht ist. Boah. Ja, alle Sachen, die mir mitgeteilt wurde. Da, wo Nene drauf sitzt, das ist wirklich so ein echter Equalizer. Das funktioniert wirklich. Das ist voll krass. Ich weiß nicht, wie sie das hinbekommen haben, aber... Nice. Oh, 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 oh. Warum muss er eigentlich die ganze Zeit ein Feuerzeug in der Hand halten? Was hat er damit vor? Vor allem mitten am Regentag. Na gut. Das ist so ein geiler Beat, ehrlich. Und einmal noch, weil es so schön war. Oh Mann! Habt ihr es gesehen? Meine Noten sind mir weggeflogen! Yeah. Kein Problem hier für mich. Ich habe halt schon so viel gespielt. Also generell FNF, jetzt nicht das Update. Oh mein Gott, krass. Er hat nur eine Note drauf. Ja, das ist jetzt Lit Up. Boah. Jetzt singt er richtig. Das ist aber ein bisschen chilliger, das Lied. Boah. Oh, jetzt nicht mehr. Oh, jetzt ist es krass. Fuck, dieses Duett richtig. Oh, verdammt. Habt ihr nicht gehört? Das war ein... das war ein Spack. Okay, das mag ich jetzt nicht. Warum singt ihr die ganze Zeit nur nach unten? Kumpel, guck mich an, während du singst. Das ist cool, hinten die Autos, die da rumfahren. Das sind so kleine Details, die mich glücklich machen. Warte, jetzt wieder das. Okay, oh. Und nochmal. Oh, was? Alter, wie tief kann Pico bitte kommen? Krank. So, aber kranker wird's jetzt bei dem nächsten Lied. Too hot. Oh Junge. Das wird jetzt ein Ding. Oh mein Gott, doppelte Noten! Oh Gott, ich bin ready. Komm, hau raus. Der Regen ist jetzt auch richtig stark geworden. Wow! Was war das denn? Wurde abgeworfen. Ich liebe die neuen Boystyles von Pico, sind so gut. Ja, jetzt wird's langsamer. Oh oh, der Build-Up. Oh. Der wirft die ganze Zeit seine Dosen auf mich. Aber ich musste, glaube ich, nichts drücken dafür. Verteidigt sich automatisch. Oh Gott, jetzt geht's los. Oh mein Gott, jetzt geht's los. Oh mein Gott. Boah, der Beat, Alter. Oh, verdammt. Oh shit, oh shit, oh shit. Eine Lüge! Da ist ein Muster hinter, aber ich hab's nicht drauf. Das klingt aber so geil, das Lied. Oder aber kurz aufgehört zu singen, um abzuschießen. Okay, muss ich auch verteidigen, ne? Guck, das ist nochmal. Ich mag sein Icon übrigens unten, wie er so macht.
lustig. Ah, kurz aufgehört. Hin und her. Und fertig. Was zum... Pico hat keinen Bock mehr. Jetzt meint er es ernst. Oh oh, die Gun ist leer. Na dann. Tja, das gibt wohl ein Fistfight. Oder so. Wow, also ehrlich, die Weed war richtig cool gemacht. Vor allem die Anfangskatze noch am... was? Was zum... Lol, was? Das ist einfach die Trailer-Musik. Oh mein Gott, wir punchen jetzt einfach wirklich, ohne Song. Ah, oh mein Gott. Warte, oh, das ist cool. Oh, wir schneiden. Aua. Wie wir so drehen. Das ist ja voll cool. Das sind einfach 4 Lieder jetzt. Gott, habt ihr Pico gesehen, ey? Hat den so gemockt. Okay, kurz chillen. Trailer-Musik genießen. Oh mein Gott. Das ist ja richtig cool. Oh! Das war der gleiche Backfahren, nur so verschwommen und rangezoomt, rausgezoomt. Characters sind rangezoomt. Oh Gott. Ha! Mit vollem Blaues Auge verpasst. Ist aber irgendwie voll schwer, das Chart. Ich weiß auch nicht warum. Voll mein Problem gerade. Wahrscheinlich, weil das so rangezoomt ist alles. Oder zumindest es so wirkt. Oh! Alter. Ich frage mich, ob der eigentlich auch ein Charting hat oder ob er das gleiche dann spielt. Wäre interessant zu wissen für den Multiplayer. Wenn das Spiel dann später irgendwann einen Multiplayer bekommt. Falls ich nicht gesagt haben sollte, dieses Spiel wird jetzt wieder ab sofort geupdatet. Also sie haben ja die ganze Zeit schon dran gearbeitet, aber keine Updates hochgeladen. Jetzt machen sie es. Deshalb erwartet mehr Friday Night Funkin' Content in der Zukunft. Junge, ist das cool. Alter, so viel wie sie sich jetzt hier verprügelt haben, bis doch beide anfangen zu bluten. Yeah! Wir haben gewonnen! Ja, das dachte ich mir, dass das so enden wird. Ein unnötiges Gegeneinander. Ja. War's das worth it? Ja, und so ist der Fight Club entstanden. Alter, Alter! Tja, aber Nene ist immer noch sehr pissed. Friends again! Yippie! Aber Nene nicht. Die wollte immer noch das Geld haben. Deine Eltern nicht, aber... Oh mein Gott! Results! Wir haben endlich einen Results-Screen! Yeah! Das ist einfach der Blick von jedem FNF-Fan, der dieses Update hier gerade spielt. Junge, ist das cool. 17 Misses in dieser Week, ja? Ja, geht so. Vor allem jetzt beim letzten Lied habe ich jetzt voll reingestruggelt. Junge, ohne Witz. Das war's, das war jahrelange Warten wert. Habt ihr gerade diesen Bildschirm gesehen? Diese Transition? Die ganz sickern? Mega cool. Also ich weiß nicht, was ich euch sagen soll. Es wurde eigentlich schon alles gesagt. Ach guck mal, jetzt steht bei den Tracks Blazin'. Die haben es extra geheim gehalten. Das ist cool. Ich glaube, jetzt wird es mir auch angezeigt im Freeplay, oder? Oh, der Random-Song ist so gut. Das Freeplay-Menü ist so gut, Mann. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Hier. Lit Up, Too Hot und Blazin. Ey, ist das krank. Hä, wieso ist das bei Blazin Volume 1? Hä? Bug? Na gut. Ich zeige euch noch ganz kurz hier im Freeplay-Menü. Denn man kann jetzt da oben tatsächlich mit Q und E die Tabs wechseln. Das ist jetzt alles nach Buchstaben sortiert. Keine Ahnung, was das hier ist. Herzen bedeutet, man kann auch manche Lieder favorisieren. Ich weiß ja nicht, was der Knopf dafür ist. Können wir natürlich kurz nachschauen. Haben wir schon gezeigt. Options. Können wir nämlich hier bei
Genau, bei Controls nachschauen. Was es alles so gibt. Es gibt einen Screenshot-Button, F3 heißt es. Stürzt das Spiel leider ab, funktioniert irgendwie nicht auf dem Browser. Ups. Jedenfalls gibt es hier auch noch, Cutscene-Button, okay. Und Debug, man kann jetzt hier in den Chart-Editor reingehen und die Stage wechseln. Wie das geht, zeige ich euch. Ihr geht einfach nur in Preferences rein, macht dann Debug-Display an, dann wird der Debug-Mode. Manchmal kommt dann oben links RAM-Anzeige, das ist aber nicht immer so. Dann geht ihr einfach Controls, mappt ihr das. Zum Beispiel mache ich gerne Chart auf 7 und Stage auf 8, weil das so im Psych-Engine ist. So, dann geht ihr einfach in Freeplay rein, geht irgendein Lied rein, zum Beispiel jetzt hier Tutorial direkt. Und ich kann es euch nur empfehlen, spielt euch nochmal das ganze Basegame durch, weil es haben sich Sachen verändert. Das kann ich euch auch nochmal zeigen. Ja, jetzt drückt einfach mal 7. Manchmal geht das nicht. 7, 8. Ja, keine Ahnung, ich spiele es gerade hier über die Itch.io-Version, da geht es irgendwie gerade nicht. Ich zeige euch einfach gleich, wie das aussieht. Aber bevor ich es vergesse, muss ich euch einmal kurz Spookies zeigen. Denn das hat sich von allen Liedern am meisten verändert. 3, 2, 1, hier und da wurden ein paar Chartings ganz leicht verändert. Tutorial hört sich ein bisschen anders an von der Boyfriend-Stimme, da ein bisschen mehr Hall und so. Aber hier gibt es einen neuen Sprite. Und ja, ich habe ja auch schon erwähnt, es gibt jetzt Erect Remixes. Die schauen wir uns beim nächsten Mal an. Damit das Video hier nicht viel zu lange wird. Habt ihr Boyfriend gesehen? Yeah! Die Spooky Kids haben es auch gerade gemacht, hab ich glaube ich gesehen. Aber Junge, ist das cool. Dass sie sowas ganz Altes nochmal reinpacken. Und ja. So, ich habe jetzt hier eine Version, wo auch in der Ecke RAM steht. Wenn ich jetzt hier 7 drücke, öffnet sich der Chart Editor. So sieht er aus. Es ist richtig slick. Das ist die BPM, die man hier hört. Kann ich einfach irgendwas reinfügen. Klack, klack, klack. Ein paar Noten hier und da, auch bei Boyfriends Seite. Ja, Gegnerseite ist immer links, Boyfriend ist immer rechts. Man kann hier die Kamera auswählen. Jetzt soll Boyfriend sein, jetzt soll Gegner sein. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert mit Focus Camera. Kann das auch hin und her ziehen alles. Rechtsklick, rechts entfernen. Ich find's lustig, wie es so die Hand ist von Daddy Dear ist, diese Lieder in der Hand. Jetzt passt auf, es wird jetzt ein bisschen eklig. Nickelodeon würde es jetzt gefallen. Moment. Na, wie eine lange Note. Können wir auch so mitnehmen. Ja, ist auch ein bisschen verbuggt. Das steht ja oben. Prototype. Subtract to change. Aber das ist schon mal ein richtig geiler Anfang, was wir hier so alles haben, oder? Wir können zum Beispiel auch einfach hier ein neues Chart öffnen. Kann, glaube ich, auch Charts konvertieren. Vom zum Beispiel PsychEngine oder sowas. Hier gibt es ganz viele Edit-Sachen. Live-Input. Und so, View, gibt es hier Downscroll, aus irgendeinem Grund funktioniert das aber bei mir gerade nicht. Man kann auch Dark Theme machen, falls euch das hier besser gefällt. Ich bin ganz ehrlich, weiß nicht, ich finde Light Theme hier ein bisschen schöner. Das erinnert mich so von den Farben her so ein bisschen an den DS. Hier dieses Grid und alles. Kann die Difficulty ändern, ob man jetzt gerade Hard Difficulty chartet oder Normal. Das ist nämlich alles in eine Datei gepackt worden. Kann das Metronom, dieses Düt. Kann ich gerade ganz ausmachen. Normalerweise spielt hier auch, wenn man kurz wartet. Der Chart Editor Theme. Man kann hier oben ändern, wer gespielt werden soll, glaube ich. Nein? Ah, man kann hier die ganzen Noten auf der Seite, hier sieht man es auch. Kann man die ganzen Noten direkt auswählen. Ich kann es auch direkt ganz schnell durchscrollen. Das habe ich so gebraucht bei PsychEngine. Man kann jetzt endlich durchscrollen. Oh mein Gott, ja, für die Leute, die übrigens nicht wissen, was PsychEngine ist, das ist gerade in der Modding-Szene, sage ich mal, das, was alle benutzen. Und ja, kann man auch Audio hier, die Hit-Sounds ändern. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier rüber gehe, das ist der Hit-Sound. Song kann man leiser machen, kann das alles leiser machen, kann einstellen, wie schnell das gehen soll, zum Beispiel ist das dann so an. Yeah. Die Nightcore-Version könnt ihr kostenlos auf YouTube direkt hochladen. Kriegt ihr ganz viele Klicks. Weiß ich, was Play Theme Music macht. Ist das der Chart Editor Theme? Glaub nicht. Kann direkt Play testen. Dann ist man entweder direkt hier in diesem Modus.
Das hält sogar die Geschwindigkeit, wie cool. Ja, man kann aber auch einfach ganz schnell auf Minimal Mode. 3, 2, 1, go! Das lädt dann, glaube ich, schneller bei manchen PCs. Bin mir gerade nicht sicher. Yeah! Die Icons gerade. Difficulty. Kann man direkt mal auswählen, welche Difficulty man nehmen will. Oder man kann auch sich die anderen Sachen anschauen. Metadata ist zum Beispiel sowas hier alles. Kannst du die Stage auswählen, kannst dir die Characters auswählen. Oh, das ist cool, sogar mit Icons. Yo. Spooky Kids. Und ich will als Daniel spielen. Geht nicht. Mit Daniels kann man spielen. Yeah. Kann man BPM auswählen. Ja, jetzt hat man das Theme. Yeah. Achso, muss man wahrscheinlich wirklich erstmal hier auswählen. Na gut. Offsets. Weiß nicht genau, was das ist. Okay, keine Ahnung, was das ist. Vielleicht weiß es einer von euch. Ist aber ziemlich groß, ne? Bauen wir mal hier in die Ecke. Hier ist es ja auch der jüngste Icon. Ah, ich kann auch hier drauf drücken, um es zu ändern. Oh, das ist cool. Das ist cool. Wir haben hier noch Notes. Können wir die Notes ändern? Wir haben Custom Notes. Hier, wo Tankman sagt, pretty good. Und generell alles Besondere. Ganz Blazing Notes. Richtig, richtig slick und sick. So wie es sein muss. Richtig und wichtig. Events! Sind super wichtig. Könnt auch, glaube ich, Custom Events einfügen in den Ordner und dann werden die ja angezeigt, vermutlich. Keine Ahnung, was Properties sind. Wird sich nicht öffnen. Jetzt wird sich öffnen. Das ist einfach nur die Waveform von den Sachen. Okay. Hier wegfahren. Hier, ganz auf weg. Ganz weg. Also, ich kann es einfach hier ausmachen. Es gibt noch einen User Guide, einen Welcome Dialog. Normalerweise öffnet sich das nämlich so. Wenn ihr nur den Schalteditor öffnet, nicht das Game, dann habt ihr hier ganz viele Sachen, die ihr auswählen könnt. Hier zum Beispiel da drauf. Alter, pack das hier mal hier rein. So, ich habe jetzt einfach mal einen random Song hier geladen, dann kann man es einfach so machen. Ne? Ganz easy. Es gibt auch einen User Guide. Also was alles macht, was man alles machen kann. Könnt ihr euch ja alles durchlesen, falls es euch interessiert. Und ja, Leute, was soll ich noch sagen? Also ich habe jetzt wirklich so ziemlich alles gezeigt hier. Es ist absolut geil. Danke an Eric, der den Schalteditor gemacht hat. Richtig gut geworden. Und mit Enter, nee, mit Escape. Mit Escape kommen wir hier raus. Wrip. Und jetzt spielen wir, komm, let's go, schaffen wir. Geht in die Beschreibung, downloadet euch die Demo. Es gibt keinen Grund, es nicht zu spielen. Und warte mal, ich wurde gerade erwischt. Man kann erwischt werden davon? Das wusste ich gar nicht. Hat man dann Leben verloren? Krass. Ja, beim nächsten Mal zeige ich euch dann die ganzen Erect Remixes. Es sind so viele, dann spare ich mir lieber für eine andere Folge auf. Also seid gespannt. Und ja, das war's dann jetzt. Boah! Jetzt sind wir auf den Death Screen. Die Kurve wird erstochen. Hey, what's going on? Yeah, I'm the best. So geil. Oh, und Blazin hat übrigens auch noch mal einen eigenen Death-Screen, einen anderen Game-Over-Screen. Wenn man jetzt komplett verprügelt wird von ihm, dann... Ja. Der Arme. Der wird erstmal Bauchschmerzen haben. Boom.